So, erstmal ein ganz herzliches Willkommen an euch alle. Es ist uns eine große Ehre, Sie hier heute alle willkommen zu heißen. Es ist uns eine große Ehre, heute das Vienna Beethoven Konservatorium vorstellen zu dürfen. Und auch eine große Ehre, unsere geehrten Gäste vom Beijing Haidian Golden Sail Education Center willkommen zu heißen. Seid heute gespannt auf viele interessante Präsentationen und sehr außergewöhnliche Menschen. So, ohne viel weiter reden zu müssen, will ich dann unseren ersten Gast auf die Bühne begrüßen, und zwar keine geringere als unsere Geschäftsführerin, Frau Magister Siranush Galayan. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Wiener Beethoven Konservatorium und ich begrüße euch. 欢迎大家来到维也纳贝多芬音乐学院。Wir würden gerne heute präsentieren unser Konservatorium Allgemein Wien, auch ja, Hauptstadt der Musik. 今天将为大家介绍贝多芬音乐学院的所有的一些信息，也为大家介绍所有的音乐学院的所有的重要的。 Und ich würde gerne unser Team vorstellen und Sie sollten auch die ganze Präsentation präsentieren. Ja? Viel Spaß! Ne? Vielen Applaus für die Geschäftsführerin Frau Wagner und danke Ihnen für diesen neuen ersten Einblick. Bevor wir dann konkret mit dem Konservatorium beginnen, möchten wir uns erstmal das quasi Fundament anschauen. So, und zu diesem Thema wird uns die Assistentin der Geschäftsführung, Frau Alina Kampow, ein bisschen mehr was dazu erzählen. Ja, 首先请我们的首席秘书为大家介绍一下音乐学院的状况。 Erstmals will ich mich von ganzem Herzen bedanken für die Möglichkeit, vor Ihnen zu sprechen zu dürfen. Und heute werde ich nämlich mit dem Vienna Beethoven Group, das Hintergrund von Vienna Beethoven Konservatorium, vorstellen. 除此之外呢，我先要向大家介绍一下音乐学院的背景。 Vienna Beethoven Group besteht aus 5 wichtigen Abteilungen, der ermöglicht ein scheidungsloses Studium für jeder Musikstudent. Beethoven-Universität hat 5 Abteilungen.
Und nämlich Wiener Beethoven Konservatorium steht für umfassende musikalische Ausbildung. In Bezug zu Wiener Beethoven Orchestra, Management und Competition, sie ermöglicht praktische Wissen dann weiter fortzusetzen. 第二个时代当中，是有关于乐团的管理。这个管理，这个方面的学程呢，是和一般的就是和实际经验有关。Und jetzt, aber sehr wichtige ist Wiener Beethoven Foundation, der ermöglicht, der gibt eine Möglichkeit, alle Studenten ein Stipendium zu kriegen, damit auch die, die keine Möglichkeit haben, an der Musikstudium teilzunehmen. Jetzt momentan im November, vom 8. bis 10. Oktober, haben wir einen Wettbewerb. Das ganze Konzept ist eine Zusammenfassung von Wettbewerben für Dirigenten, Geiger, Pianisten und Singer. Dieses Jahr findet statt ein Singer-Competition. Es ergibt eine einzigartige Möglichkeit für jeder, sein Talent vorzuzeigen. Und in Zukunft werden wir auch einen Wettbewerb für Jugendliche auch produzieren. Und jetzt ist es 10月8号到10月10号的比赛呢，是针对成年人的，但是以后也会有年轻的。 Unseren Wettbewerb hat einzigartige Preise für alle, die halt gewinnen können. Einer von denen ist ein Konzert mit Hauptrolle in Osteuropa. 每年这个比赛的头等奖是一个非常特殊的奖状，比如是可以得到的是在一部歌剧里面的某一个重要的演奏角色。Selbstverständlich den Geldpreis und die Special Design Statue von Beethoven. 参赛并且得到得奖的得奖组员都可以得到这个贝多芬的特殊的贝多芬雕像。作为奖杯。Alchemy Group ist ein One-Stop-Shop für alle Musikstudenten, der ermöglicht das Studium für alle talentierte Jugendliche, die auch keine sag mal so, materielle Unterstützung haben. Und jetzt kommen wir zu... zu unserem Foundation. Das ist ein spezielles Fonds, der ermöglicht Stipendiate Stipendiums fortzusetzen.
给学生们提供奖学金。Dann gibt mir zu der Aufmerksamkeit. 现在他谢大家谢向大家感谢大家听他的演讲。Nochmal auch von mir ganz herzlichen Dank an Frau Kambock für diesen Einblick in die Lernmethoden Group. Ich denke, ihr habt jetzt ein besseres Verständnis davon, was es bedeutet. Und bevor wir dann mit den wichtigen Themen weitermachen, erstmal ein kleines Video für euch. So, und an dieser Stelle möchte ich dann unseren Administrationsdirektor Robert Brandstätter zu Beginn begrüßen, der uns dann einen genaueren Einblick in die Funktionsweise und die generelle Arbeit des Konservatoriums beschreiben wird. Sehr geehrte Gäste aus Beijing, in meiner Eigenschaft als administrativer Direktor des Jena Beethoven-Konservatoriums begrüße ich Sie hier in Wien aufs Herzlichste. Im Herzen dieser vorher angesprochenen Jena Beethoven-Gruppe steht das Werner Beethoven Konservatorium. Das Konservatorium, das eine erstklassige Ausbildung für angehende Musiker aller Altersgruppen und Herkunft anbietet. Das Der Lehrkörper besteht aus erfahrenen Künstlern und angesehenen Pädagogen. Des Weiteren gibt es einen umfassenden Lehrplan. Dieser Lehrplan umfasst insbesondere die Entwicklung der technischen Fertigkeiten, sowie die Entwicklung des musikalischen Ausdrucks und fördert die gesamte künstlerische Entwicklung. Vom Unterricht her wird Online- und Präsenzunterricht gleichermaßen angeboten. Und mit zeitgemäßen
modernen Studiengängen kombiniert. 它是为大家提供全方面的音乐教育。Ergänzt wird das Studienprogramm durch Meisterkurse weltberühmter Künstlerinnen und bekannten Professorinnen. 除此之外呢，教科课程里面也注重大师班，或者是通过世界著名的艺术家们。 Namensgeber des Konservatoriums ist Ludwig van Beethoven. Und vor drei Jahren, im Jahre 2020, wurde die Idee geboren, ein Konservatorium zu gründen, das seinen Namen trägt. In diesem Jahr 2020 haben wir den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gefeiert. 2020年，贝多芬诞生250周年。那一年呢，也是我们就是行政总监所说的贝多芬学院所建立的新的高品质音乐学院的那一年。 Beethoven wurde nicht in Wien geboren, er ist aus Deutschland, aus Bonn nach Wien gekommen und hat einen frischen Wind in diese alte Musikstadt gebracht. Und somit versteht sich ja auch das Wiener Beethoven-Konservatorium als ein Institut, das etwas Neues, etwas Innovatives in dieser Stadt bewirken möchte. Geboren am Konservatorium wird eine fundierte klassische Musikausbildung mit Auftrittspraxis vom Beginn des Studiums an. 基本要求是要在这里让所有的学生们要学到整体化的音乐教育，而且呢，是从一开始，并且呢，是从一开始就要得到舞台经验。Das Wiener Beethoven-Konservatorium verbindet in seiner Ausbildung die Tradition der klassischen Musikwelt kombiniert mit zeitgemäßen und modernen Unterrichtstools. Insbesondere die Möglichkeit, öffentlich aufzutreten, das Training der Bühnenpräsenz sind von Beginn an Teil des Studienprogramms. Durch die internationale Bedeutung Wiens in der Musikszene gelangen vielfältige und unterschiedliche Kompetenzen in diese Stadt. Oh, 灵感方面的培训。
Diese unterschiedlichen Kompetenzen werden Lehrkräfte und auch Studierende gleichermaßen inspirieren. 北邮文音乐学院的艺术多样化性是学院以及其他机构和艺术家、跨学科方面合作的基础，所以呢，要促进创造孩童学生的创造力，并且呢，培养出不同的方式和表达方式。 Grundsätzlich zur Struktur sehen Sie hier die einzelnen Studiengänge. 首先，大家可以在屏幕上看到学位的毕业的期限和总体的课程表。Vornehmlich, es gibt eine Art Vorstudium, das dauert 2 Jahre, ist auf die jüngere geeignet und schließt mit einem Finalzeugnis ab. 首先，大家可以上预科班，预科班呢大概是2年，这2年之后呢是。 可以拿到一般的贝多芬学院的成绩单作为文凭。Im Anschluss daran oder direkt zum Einsteigen das Hauptstudium, das 4 Jahre dauert, vergleichbar mit einem Bachelorstudium an Universität。之后预科班之后就可以进入正常的，就是进入学士，等于是奥地利。 学士学位的学习，一共是4年。 Und wer dafür geeignet befunden wird, für den besteht die Möglichkeit, noch ein Perfektionsstudium auszuführen mit der Dauer von 2 Jahren, vergleichbar mit einem Masterstudium an Universität. 如果大家有同学想继续深造，那么您呢可以去参加一个叫可以说是叫完美学习的，就是经典学习学班，那个是2年。Zum Abschluss noch eine kurze Übersicht über das Studienangebot, in welche Abteilungen das Konservatorium gegliedert ist. Es gibt 5 Hauptabteilungen, beginnend mit der ersten Abteilung Musikleitung, Musikschöpfung, Dirigieren, Komposition. 最后，行政总监将为大家介绍贝多芬音乐学院的所有的主要学科，一共呢有5个学科。第一，音乐指导、音乐创作，比如学习成为指挥家、成为作曲家。 Zweite wichtige Abteilung Gesang und Oper. 第二，美声或者是古典声乐，比如唱歌曲或者是清唱剧，或者是歌剧。 Dann die Tasteninstrumente mit Zentralinstrument Klavier. 第三，键盘乐器，比如最重要的钢琴。 Die Seiteninstrumente für die Orchesterarbeit sehr wichtig. 第四，弦乐器，弦乐器对于交响乐或者是乐团来说是最重要的，比如小提琴、中提琴、大提琴。 Und dann die Gruppe der Blasinstrumente, die natürlich in einem Institut und auch für die Orchesterarbeit unverzichtbar sind. 最后，管乐曲，管乐器，这个呢也是对于作为乐团来说是最重要的，比如打击乐，不是管乐器，竖笛、长笛、双簧管等。Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick verschaffen und bedanke mich für Ihre Bereitschaft zuzuhören. 谢谢大家，聆听行政总监为大家介绍贝多芬音乐学院。 An dieser Stelle noch von mir aus auch ein ganz herzliches Dankeschön Herrn Brandstätter für dieses allgemeine Verständnis der Aktivitäten des Konservatoriums.
So, wir haben jetzt über den ganzen administrativen und logistischen Teil uns schon mal was angehört. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu etwas zu dem Schönen, zu der Kunst. Und angefangen mit der Kunst des Gesangs und der Oper. Und dazu möchte ich eine sehr wichtige Person für unser Konservatorium gleich auf der Bühne willkommen heißen. Und zwar eine Frau, die mit dem silbernen und mit dem goldenen Ehrenzeichen für Verdienste in der Republik Österreich ausgezeichnet wurde. Geehrte Kammersängerin ist. Prima der Wiener Oper. Musikpädagogin und zu guter Letzt unsere geehrte Schulleiterin, Frau Oliveira Jakovic. Und zu ihr schauen wir uns erstmal ein ganz kurzes Video an. Thank you.
an dieser Stelle möchte ich dann ganz herzlich Frau Direktorin Miljakovic anzubieten. Heute Abend mit Ihnen allen diese Momente genießen kann. 非常荣幸大家今天来到维也纳贝多芬音乐学院. So, ich begrüße Sie ganz herzlich von meiner Seite, von der Seite von der Direktion der ganzen Beethoven Konservatorium. 再次作为 所有的贝多芬音乐学院的所有的总监们， 我再次非常荣幸地欢迎大家来到维也纳。 Ich kann es kurz sagen, dass ich großes Glück gehabt habe, nach meinen Vorsingen in Wien bei der Staatsoper sofort einen Vertrag bekommen als Solistin der Wiener Staatsoper. 我可以告诉大家， 在得到了非常好的 非常好的教育之后，我呢很快的就得到了维也纳歌剧院的独唱家的任命。 Es war nicht großes Glück, sondern das ist ein großes Privileg gewesen für einen Künstler, der engagiert worden ist an der Wiener Staatsoper. 所以我之后呢就一直在维也纳歌剧院担任演唱家的。 这个角色。 So, muss ich sagen, in dem Moment, wo du aufgenommen bist, kann man eine Parallel machen zwischen dem Konservatorium, Hochschule und der Staatsoper. 那么也就是说，如果在一个音乐学院被录取了以后，你有的学生们有可能可以在学习的同时。 也在歌剧院同时呢，实得到实际经验。 Bei dem Konservatorium oder Hochschule, wenn du die Studium beendet hast, ist die Zeit natürlich, dass du natürlich auftritt und Künstler wirst und von dem Publikum anerkannt wirst. 当然，在音乐学院毕业以后，最重要的就是如何最快的得到舞台经验。 而且，并且呢，让音乐界的人士们受到音乐界人士们的认可。 Und das wird gleich passiert auch im Beethoven-Konservatorium. Das ist eine einmalige Sache, wenn die Studenten beendet haben und ihr Diplom bekommen haben. Wir werden uns weiter bemühen, für diese Studenten einen guten Platz in der Musikwelt zu arrangieren und zu bekommen. 这呢，也是我们维也纳贝多芬音乐学院的特点呢，就是说，在学生毕业以后，如何让我们的毕业生们融入音乐界。So Künstler muss ich nur bemühen, das Beste zu geben, und in dem Moment macht uns mal Glück haben, eben auch einen besten Platz für sich selbst zu bekommen. 那么，如果我们有最好的学生， 他们有很好的灵感，他们有最，他们和我们最好的合作，那么我们也将会更好的帮助他们融入奥地利的音乐界。Und das ist das Vorteil von der Wiener Beethoven Konservatorium, dass nach dem Studium sich bemüht, eigene Studenten zu präsentieren in der Welt und Möglichkeiten geben, Karriere zu machen. 这就是维也纳贝多芬学院的特点，也就是说，在学生毕业以后，我们如何把这位学生介绍到音乐界，把他融入到奥地利的音乐界。Und da muss ich sagen, das ist ein großes Privileg für die Studenten, die hier im Konservatorium studieren, nach dem Studium eine Hilfe zu bekommen. 对于 维也纳贝多芬学院的所有的毕业生来说，这是一个非常特殊的，这是
So, die Studenten bemühen sich nun, weiter besser zu werden. Und das andere macht das Konservatorium, Beethoven-Konservatorium. Das ist natürlich ein großer Vorteil. 也就是说，所有的学生们，大家的任务就是要好好的学习，更努力、更好的学习、更好的进修自己。然，但是呢，所有的以后的有关于以后就业，或者是如何融入音乐界的有关这方面的技术呢，这都是贝多芬音乐学院的责任。 Das kommt darauf an, dass die Studenten gute Pädagogen haben werden, dass sie sich entwickeln können, dass sie absolut Tag und Nacht arbeiten an der Kunst. 其中也包括贝多芬音乐学院如何为学生们找到相巧的老师，好的、更好的老师，让这些教师们、导师们将学生介绍到奥地利的音乐界。Arbeiten an der Kunst und sich selber. Das heißt, 24 Stunden sich bewegen, sich widmen der Kunst. Und Studium. Das ist ein Studium, das nicht so leicht ist, aber man ist geboren mit einem gewissen Talent, dafür muss man dankbar sein, dafür muss man kämpfen, weiter immer besser zu werden. So, Natürlich, das Glück spielt da eine große Rolle. Dafür halte ich die Daumen. 当然，每一个孩子、每一个学生都有自己的运气，这是也是一个非常重要的一个，也是非常重要的。那么他呢，为大家加油，鼓励大家不要放弃，为自己的音乐抱负所付出。 So dafür halte ich die Daumen und wünsche ich für alle größten Glück. 祝大家一切顺利。 Ganz, ganz herzlichen Dank an Frau Direktorin Mijakovic für diese sehr wertvollen Einblicke in die Welt der Kunst. Und wir machen an dieser Stelle auch weiter mit der Kunst. Und an dieser Stelle möchte ich einen Spezialgast für heute begrüßen, der sich die Zeit genommen hat, heute für euch auch etwas zu erzählen. Und zwar ein Mann vieler Talente, unter anderem Komiker, Moderator und Schauspieler, Herr Michael Oberschall. Schönen Nachmittag, ich freue mich sehr, an euch heute ein paar Worte richten zu dürfen. Ich kann mich nur den Worten meiner Vorrednerin anschließen, der Frau Direktorin. Es ist eine Berufung, Künstler zu sein, Künstler zu werden, egal ob das Musiker ist oder Schauspieler. Es ist ein 24-Stunden-Job. Man geht mit anderen Augen das Leben, man nimmt Dinge anders wahr und man hat die Verpflichtung, wenn man ein Talent hat, diesen Weg weiterzugehen.
hier in Wien und vor allem auch hier wird euch der Boden dafür vorbereitet und ihr könnt diesen Weg gehen. Ihr seid gut eingebettet hier. Wien ist nicht nur die Stadt der Musik, immer schon gewesen, sondern auch die Stadt des Schauspiels, das wissen wenige. 我也是我的意思跟刚才执行第一执行官学校长一样，音乐不光是一种是门艺术，也是一门技巧。所有对艺术对音乐有抱负的学生们，希望你们不要放弃自己的理想，要24小时为自己的理想而去努力。 Das, was ihr nicht wissen, ist, dass vor Hollywood, ich denke, viele von Ihnen kennen Wien, die Stadt des Films war und Wien eigentlich auf sehr vielen Leuten, die aus Wien, Hollywood eigentlich auf sehr vielen Leuten, die aus Wien kommen, aufgebaut wurde. 在好莱坞成为艺术之都之前，其实维也纳才是好莱有许多的演有名的演奏表演家们，或者是演奏家们，演员其实之前都在维也纳。Ich selber habe das Glück gehabt, mit sehr vielen Hollywood-Stars, mit Oscar-Preisträgern, die ihr vielleicht kennen werdet, spielen zu dürfen gemeinsam. Ich war lange am Burgtheater im Ensemble, das heißt, ich habe mir meinen Traum verwirklicht. Ich bin Schauspieler geworden, aber auch Musiker. Jetzt möchte ich euch die Brücke sagen, tragt die Musik immer in eurem Herzen, aber wenn ihr Schauspieler werdet, versteht ihr, was ihr tut, nämlich die Emotionen. Insofern gehen all die Künste zusammen. Für mich, ich 波克提亚是维也纳戏剧演员非常重要的演员之一。演员音乐可能给你带来了音乐的灵感，但是通过演出或者是站在台上的演出，可以带给大家舞台经验。 Und eins möchte ich noch sagen: Ich habe vorher in eure Gesichter gesehen, wie wir zu den wunderschönen Klängen unserer Folterhektorin zugehört haben und habe gesehen, wie begeistert ihr seid, wie gespannt ihr wart, wie fokussiert ihr wart und wie euch Musik wohin mitgenommen hat. Eine Stimme, was eine Stimme kann, transportieren, was Musik kann. Ich wünsche euch, dass ihr weiterhin so beseelt bleibt, aber vergesst eines nicht, Lächeln hilft dabei, ihr könnt auch lachen, auch wenn es heiß ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn ich einige von euch weiterhin in dieser Stadt sehe, später mal oder auf der Bühne. Alles Gute. 在座的任何的一位有灵感的同学们，那么他呢也再一次鼓励大家，在演奏的同时不要忘记微笑。 So, auch von mir ein Dankeschön, Herrn Oberschall, für seine interessanten Worte. Und wir machen weiter mit der Thematik des Schönen und der Kunst. Und zwar gibt es einen Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, und zwar der instrumentalischen Musik und des Orchesters. Und dazu schauen wir uns auch erstmal ein Video an. Thank you.
So, und jetzt, damit wir auch etwas mehr Informationen über unser Vienna Beethoven Orchester bekommen, würde ich den Dirigenten Vassili Valitov zur Bühne bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, einen besonderen Platz beim Konservatorium hat unser hochklassiges Orchester, das die Talente unserer Lehrer, Studenten und eingeladenen Künstler repräsentiert. Oft wird gesagt, dass das Sinfonieorchester die Visitenkarte des Konservatoriums ist. Und oft ist es auch so. 据说，一个交响乐团，它其实呢是每一所音乐学院的杀手锏。 Um zu verstehen, wie es einem unbekannten Konservatorium geht, reichen bereits weniger als 10 Minuten, dem Sinfonieorchester zuzuhören. Bei der Gründung des Beethoven-Orchesters haben wir uns vor allem auf unsere Erfahrung das Ziel gesetzt. 我们也是主要根据我们的经验来组建这个乐团的。我们设定的目标是要向年轻的音乐家们展示指挥的手势。 Wie der herausragende Dirigent Riccardo Muti sehr treffend bemerkte, Riccardo Muti 指挥呢，他曾说过。Eines der Grundprinzipien der Dirigentkunst besteht darin, aus der Seele der Musiker die Musik der Entlocken。指挥艺术的基本原则之一是，要从音乐家的灵感中让他开始奏乐。Unser Ensemble umfasst verschiedene Werke von Kammermusik bis hin zu Symphonien, die das Orchester mit besonderem individuellem Ausdruck, Leidenschaft und Präzision verträgt. Das Wiener Beethoven Orchester ist eines der führenden Orchester in Wien, bekannt für seine außergewöhnliche Musikalität und emotionale Darbietung. Die Besetzung des Orchesters variiert zwischen 22 und 65 Musikern.
Es gibt aber auch ein junges Orchester aus den begabtesten Studierenden des Konservatoriums. Als Grundlage für die Arbeit des Beethoven-Orchesters haben wir das Modell eines professionellen Orchesters gewählt. Und das ist das Besondere an diesem Ensemble. Ein dichter Konzertplan und sorgfältige Vorbereitung, denn anspruchsvollsten Programme machen das Orchester attraktiv. Die Frische des Klangs gewinnt zweifellos die Herzen aller Liebhaber der klassischen Musik. Besondere Bedeutung in der Gemeinschaft haben auch gemeinsame Projekte. Dazu wird eine kombinierte Besetzung des Orchesters zusammen mit verschiedenen Orchestern aus verschiedenen Ländern gebildet. 和别的乐团之间的合作也是非常重要的，因为呢，乐团也来自不同的国家或者是不同的乐团，他们会各种不同的演奏家们会融起来一起。那么这个呢，组成一个不同的联合演奏的阵容，这也是为贝多芬乐团的特点之一。 Zum Beispiel das Projekt des Beethoven-Orchesters mit Bahrain, wo über 30 Musiker nach Wien kommen, um gemeinsam aufzutreten. Die Organisation von kombinierten Ensembles ermöglicht sowohl Meisterkurs als auch interessante Begegnungen zwischen Musikern verschiedener Nationalitäten. Wunderbare Programme, die verschiedene Länder repräsentieren und als Ergebnis unvergessliche Emotionen von gemeinsamen Konzerten haben. 抒情和情感音乐对音乐的情感呢，这就是联合不同国家精彩节目的它的精彩节目的来自不同国家的情感，是大家可以一起进行的演出，演奏出给带给大家不同的情感。 Das Beethoven-Symphonieorchester ist heute ein wunderbarer Partner für die Umsetzung mutiger und ambitionierter Projekte im Bereich der klassischen musikalischen Darbietung.
今天贝多芬交响乐团呢，是古典音乐表演领域上实施的成熟而雄心勃勃的项目，并且呢是一个非常重要的合作和联合合作的平台。Wir freuen uns über neue Kontakte und sind gerne bereit, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der musikalischen Sphäre zu entdecken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute. 非常感谢大家今天听我的演讲。So, auch meinerseits einen ganz lieben Dank an meine werten Kollegen und Kolleginnen für die wunderschönen Präsentationen, die wir heute zu hören haben bekommen. Es ist aber noch nicht Schluss für heute. Wir haben nämlich noch ein Video, was unsere werten Gäste vom Beijing Golden Sail Orchestra vorbereitet haben, und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Thank you.
geschätzten werten Gäste vom Beijing Golden Sail Education Center für diese tolle Vorstellung von eurem Orchester. Und an dieser Stelle würde ich den Schulleiter, und jetzt müsst ihr mir die Aussprache verzeihen, Herrn Hu Yang auf die Bühne bitten. Man hat mir gesagt, er will auch ein paar Worte zur Veranstaltung noch sagen. Danke, Herr Schulleiter. 今天这是临时加的环节啊，没有之前跟我说，所以这个我就穿了一身普通的衣服过来，也没有进行一个正式的一个。Also, ich begrüße die Ehrengäste hier auf der Bühne. Heißt sehr herzlich willkommen. Völlig überrascht, spontan müsste jetzt eine Rede schreiben und verzeihen Sie, dass heute einfach casual vor Ihnen stehen. Aber ich glaube, es geht mehr um die Wirkung von Worte und er bedankt sich, dass heute dabei sein kann. 非常感谢各位领导给我们做一个介绍啊，就对这个，因为我们的孩子未来长大了之后呢，有可能有很多孩子也是有怀着一个非常大的音乐梦想啊，可能要来到德国或者贝多芬这个奥地利或者像德国、欧洲这种古典音乐圣地啊，来继续学习。 Vielen Dank für die ausführliche Vorstellung von Ihrem Konservatorium. Natürlich gibt es genügend Kinder hier unten sitzen, mit der Tatenplan dabei sind und ihre Träume erleben werden und eines Tages vielleicht nach ihrer Ausbildung dann hier sich bewerben, in Deutschland, in Österreich oder auch immer außerhalb Chinas. So, 老师给我们介绍了欧洲的一些课程，欧洲的音乐大学、音乐学院里面的一些课程，供孩子们提前的了解，以便做好更提前的一些准备和规划。This question war auch deswegen essentiell, damit die Kinder, die bereits musikalischen Weg nachgehen, damit sie auch rechtzeitig vorbereitet sind für die Aufnahme für ihre Karriere und ihre Zukunft. 我们的孩子呢，也之前呢，就是去过世界的很多的地方啊，但是维也纳是对于我们来讲有特别的意义啊，因为是古典音乐的圣地。Da Österreich oder speziell Wien eine Art Lernstätte oder Pilgerstätte eigentlich für eure musikalisch begeisterten Jugendlichen sind. Ist Österreich natürlich für Kinder hier, hier ansässige Kinder extrem von extremer Wichtigkeit. Allerdings sind hier bereits Kinder dabei, die schon an verschiedenen Ehrenorten auf der Welt schon aufgetreten sind. Also sie haben durchaus schon ihre Erfahrungen gesammelt. Er bedankt sich noch einmal im Namen von seinem Institut, also er ist der geschäftsführende Direktor von Beijing, Jingfan, das heißt auf Deutsch Goldene Säge. Jugendorchester im Baiyan-Bezirk in Beijing. Allerdings er ist auch gleichzeitig ist er einer der Gründungsmitglieder von einem Institut, Bildungsinstitut und musikalisch-pädagogischen Institut in Beijing. Und im Namen dessen bedanke ich mich nochmal herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihr Interesse, ihn zuzuhören und Sie zu empfangen. Und Sie haben jetzt noch einen kleinen ein Buch für Sie zum Unterschreiben. Vielleicht können Sie dort auch mal.